is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Bibel, unser Schutz. Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt von Dienst und derer Willen, die das Heil ererben sollen? Solange das Volk Gottes ihm die Treue hält, solange es durch lebendigen Glauben Jesus anhängt, steht es unter dem Schutz himmlischer Engel. Satan ist es dann nicht erlaubt, seine höllischen Künste auszuüben und es zu zerstören. Andere aber, die sich von Christus durch Sünde trennen, stehen in großer Gefahr. Satan ist jetzt noch stärker als je zuvor damit beschäftigt, das Spiel des Lebens und Seelen zu treiben. Und wenn wir nicht ständig auf der Hut sind, wird er in unseren Herzen Stolz, Eigenliebe, Liebe zum Weltlichen und viele andere schlechte Wesenszüge einpflanzen. Er wird außerdem alle möglichen Schliche anwenden, um unseren Glauben an Gott und an die Wahrheiten in seinem Wort zu erschüttern. Wenn wir nicht eine tiefe Erfahrung in göttlichen Dingen haben, wenn wir sein Wort nicht gründlich kennen, werden wir durch die Irrtümer und Spitzfindigkeiten des Feindes verführt und ruiniert. Falsche Lehren werden vielen den Boden unter den Füßen wegziehen, weil sie nicht gelernt haben, Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden. Unser einziger Schutz gegen das Lügen Satans besteht darin, dass wir die Schrift fleißig studieren, die Gründe für unseren Glauben begreifen und verstandesmäßig erfassen und jede uns bekannte Pflicht erfüllen. Das Häkchen einer einzigen, uns bewussten Sünde wird Schwäche und Dunkelheit nach sich ziehen und uns heftigen Versuchungen aussetzen. Öffnen wir Jesus die Tür unseres Herzens und verschließen wir gegenüber Satan alle Zugänge? Bekommen wir täglich mehr Licht und werden wir stärker, damit wir in der Gerechtigkeit Christi dastehen können? Entleeren wir unsere Herzen aller Selbstzucht und reinigen wir sie, um uns auf den Empfang des Spätregens vom Himmel vorzubereiten? Überwinden, siegen ist eine große Aufgabe. Werden wir sie mit Energie und Ausdauer anpacken? Wenn nicht, dann werden uns die schmutzigen Kleider nicht abgenommen. Wir dürfen nie erwarten, dass sie uns gewaltsam vom Leibe gerissen werden. Zuerst müssen wir den Wunsch zeigen, sie loszuwerden. Wir müssen versuchen, die Sünde von uns zu trennen, indem wir uns auf Verdienste des Blutes Christi verlassen. Dann werden wir am Tag der Anfechtung, wenn der Feind auf uns eindringt, zwischen Engeln einhergehen. The Lord is coming.